Hallo, mein Name ist Nika Mutschke, ich bin Anwältin und Rechtsexpertin für Bild der Frau. Es wird Winter und vielleicht sind manche von euch so kälteempfindlich wie ich und fragen sich auch, ja, wie warm muss es eigentlich bei mir auf der Arbeit sein? Und Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn es nicht zumindest Richtlinien dafür geben würde. Ja, und bei mir zum Beispiel, bei leichten Tätigkeiten im Sitzen, da müssen 20 Grad im Büro tatsächlich sein. Anders sieht es aus, wenn man zum Beispiel schon gehend oder stehend leichte Tätigkeiten verrichtet, wie Verkäuferin. Dann sind es sogar nur 19 Grad. Bei Handwerkern, die dann eben schon mittelschwere Tätigkeiten verrichten im Gehen und Stehen, sind es gar nur 17 Grad. Und wer schwere körperliche Arbeiten leisten muss, wie zum Beispiel ein Steinmetz, bei dem reichen 12 Grad. Das ist ja ganz schön frostig, da kann man sich ja fragen, kann ich mir vielleicht einen Heizlüfter oder ähnliches mit ins Büro nehmen? Und muss ich den Chef vorher fragen? Chef vorher fragen ist auf jeden Fall die richtige Richtung, denn der hat in diesem Sinne das Direktionsrecht. Und gerade was den Brandschutz angeht, ja, da kann es bei Heizdecken und Heizlüftern durchaus kritisch werden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, okay, wenn es dann aber richtig kalt ist, also zu kalt, darf ich dann nach Hause gehen? Nein, leider nicht. Natürlich hat auch der Chef eine Fürsorgepflicht, also wenn die Heizung komplett ausfällt und es zu kalt ist, dann unbedingt den Chef ansprechen, der muss sich dann auch was einfallen lassen.